Hallo und herzlich willkommen zur Folge 197 der Sims 4 100 Baby Challenge. Wir haben hier gerade Freitagmorgen und Schneewittchen hat schon mal Hunger. Und ich versuche jetzt hier ein bisschen das Chaos hier wegzuräumen. Hier sind nämlich sehr viele verdorbene Sachen. Gucken wir mal, ob wir das hier so ein bisschen... Genau, können wir das hier eigentlich... Nee, da können wir nur das ganze Ding wegstellen. Das muss dann Phoebe nachher mal leer machen. Wie geht's der eigentlich? Die hat Hunger, aber noch nicht so schlimm. Geoffrey hat ziemlich gute Bedürfnisse. Okay. Vicky wäre ganz gut, wenn der heute älter würde. Ich denke, das schafft er eigentlich auch, ne? Er ist Zweier-Oberschüler, ist ganz hier oben und hat die Fähigkeiten, die er braucht, erreicht. Von daher, das wäre schon mal echt toll. Du möchtest auch vor allem mal mit Leuten reden, ne? Möchtest du vielleicht mal mit deiner Schwester über die letzte Party reden und schon mal aufstehen? Ich glaube, das ist jetzt vielleicht, tut dir vielleicht ein bisschen gut nach vor der Schule. Ich überlege bei Schneewittchen, weil die Alterung ist doch relativ schnell im Moment noch. Gerade wenn sie Kind ist. Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal bei Schneewittchen um diese Dinge hier kümmern. Oh, guck mal, emotionale Kontrolle ist schon voll hoch. Das ist voll toll, weil das sonst natürlich super schwer nur zu machen ist. Dass wir uns erstmal um diese Dinger kümmern, bevor wir jetzt sagen, sie muss in der Schule mega gut sein. Einfach, weil mir das für sie wichtiger ist. Weil das halt die Merkmale sind, die wir später brauchen. Und, sie soll ja später ohnehin keinen Beruf haben. Ja, die anderen Sachen sind mir da ehrlich gesagt wichtiger. So, ihr anderen Kinder, wie geht's euch denn? Möchtest du vielleicht vor der Schule nochmal zur Toilette gehen und dann ein bisschen spielen, während du hier mal verwenden kannst? Und gehst du jetzt zur Toilette? Ja. Und danach kannst du vielleicht, wo steckt die Katze? Da unten. Ups. Kannst du danach vielleicht mit ihr ein bisschen mit dem Laserpointer spielen? Oh mein Gott, die Schulzeit hat eigentlich schon angefangen. Oh. Oder ist heute keine Schule? Weil heute wäre dieser komische Feiertag. Aber ich habe den weggeklickt, weil von allen Leuten hier ohnehin nur Vicky dran teilnehmen könnte. Und die anderen Leute haben die irgendwie die einzige Tradition, die ohnehin nicht wahrnehmen würden. Ich dachte mir so, nee, das ist langweilig, wenn nur einer mitmacht von allen. Von daher, es ist heute keine Schule, anscheinend. Ja, dann machen wir halt was anderes. Dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Dann haben wir im Prinzip 4 Tage Wochenende, weil wir haben heute Samstag, Sonntag und am Montag habe ich auch was vor, wo dann wahrscheinlich keine Schule stattfinden wird. Ja, da schauen wir mal, was wir da machen. Das ist ja interessant. Okay, das war so nicht erwartet, aber wir kriegen das hin. Nur das Spiel hängt ein bisschen so. Oder geht ihr jetzt doch? Ah, okay, er geht jetzt doch. Gehst du auch wirklich? Ich hoffe mal. Genau, geht zur Schule. Geht zur Schule. Und geht zur Schule. Sehr schön. Wenn er das jetzt auch macht, bin ich sehr zufrieden. So, Geoffrey kann, wenn er aufsteht, erstmal duschen gehen und kann danach vielleicht das hier leeren. Und ich glaube, das klappt nicht, wenn wir den Wäschekorb nur hier unten haben. Oder ist der wieder voll? Nee, der ist sogar wieder voll. Ach krass, vielleicht brauchen wir auch irgendwie sonst einen zweiten Wäschekorb, wenn das so schlecht nur geht. Okay, aber ihr seid jetzt in der Schule. Da ruft jeweils schon der Schuldirektor an. Aber ihr seid jetzt auf dem Weg, ne? Ich hoffe es doch zumindest mal sehr. Warum gehst denn du da drüber in die Schule? Oh, Kinder. Maya ist Schule. Du bist auf dem Weg zur Schule. Ach, warte, das warst du gar nicht. Du bist noch hier.
Ja, beeil dich nicht. Du bist ja erst 2 Stunden zu spät. Mein Gott. Phoebe kann, wenn sie wach ist, auch mal frühstücken. Genau, und dann könnte vielleicht Phoebe heute mal die Wäsche machen. Das hat sie ja gestern so wunderbar an Joffrey weitergeleitet. So, Vicky vor allem kann heute mal fleißig lernen. Bei den anderen ist es für mir nicht ganz so wichtig. Was ist das hier? Gemälde beenden. Klar, Phoebe, auch das kannst du gerne machen. Schneewittchen ist zur Schule. Oh, und ich liebe diesen pinken Schlafanzug an Phoebe. Den habe ich ihr dem Netz auch gegeben. Joffrey, möchtest du vielleicht hier das noch essen? Weil ich glaube, du hast gar nicht so furchtbar viel Hunger, ne? Da kannst du hier vielleicht die Reste nehmen. Genau. Ich muss niesen. Ach ja. So. Joffrey küssen können wir auch noch machen. Ja, Joffrey ist nicht so glücklich, weil es hier dreckig ist. Komm, das können wir natürlich auch einfach mal nach draußen räumen. Warum nicht? Aber heute ist es nicht mehr so ganz furchtbar heiß wie gestern. Das ist doch auch schon mal gut. Und wir könnten vielleicht mal die Maulwürfe herbeirufen und könnten hier als allererstes aber auch einen Mega-Verkauf machen. Nur damit sich hier so ein bisschen mehr um die Pflanzen gekümmert wird. Joffrey, du bist schon fertig. Ach krass. Wie geht's dir denn? Was möchtest du denn mal tun? Dir geht's mega gut. Was haben wir denn mit dir mal vor? Wir könnten noch eine Katze adoptieren. Wir haben ja wieder Platz im Haus. Oder wir könnten einen Hund adoptieren. Nein, lasst uns erst eine Katze adoptieren. Adoptieren. Katze adoptieren. Noch eine Katze. Yay! Ich habe ihr direkt gesagt, ich möchte noch mehr Katzen haben. So, Phoebe, du bist satt. Kann das hier mal weg? Ach ja, das ist auch eins ihrer neuen Outfits. Ich habe irgendwie vergessen, was ich ihr da gegeben habe, jeweils. Deswegen bin ich da manchmal selbst so ein bisschen überrascht von. So, Joffrey macht das jetzt. Oh, das finde ich aber toll. Dann kann Phoebe auch als nächstes mal. Kriegen wir jetzt erstmal. Wäffelchen. Oh mein Gott, was ist der Name? Süß. Aber Katzen sind immer alles sterilisiert hier, ne? Da weiß ich nie irgendwie. Vielleicht wollte ich ja eigentlich Kinder noch bekommen unter den Katzen, aber das können wir natürlich auch später machen und dann so Katzen adoptieren. Maggie hier ist nicht kastriert. Das ist eine Perserkatze. Sophie ist auch süß. Oh, Sophie erinnert mich an Ginger. No. Aber Wäffelchen ist so ein süßer Name, ne? Ich meine, wir haben schon eine schwarze Katze, aber das ist ja eigentlich egal. Oh, sie sind alle so süß. Silvester ist auch süß. Und Fidget auch. Oh. Oh. Ja, aber Pickles und Sophie sind auch und Sophie ist so süß. Oh, Kinder, ich bin überfordert. Okay, komm, wir adoptieren erstmal Sophie. Wir könnten Sophie Wäffelchen nennen. Wir könnten so viel Wäffelchen nennen, dann wäre es wieder gut. So. Könntest mal die Wäsche wegräumen? Kommt nachher mal irgendwer und kümmert sich um diesen Garten, bitte. Jungs, dafür haben wir euch doch. Stattdessen macht er hier, ich weiß gar nicht, was der hier macht. Ach so, der räumt was weg. Joffrey muss jetzt natürlich warten, wenn die Tante vom Adoptionsdienst kommt. Das ist natürlich dann noch wichtig. So, Phoebe räumt das ab. Sehr gut. Dann kann sie danach mal die Wäsche machen. Wir haben uns mit Nancy Landgraf angefreundet. Das ist eine Lüge, das stimmt gar nicht. Okay, Phoebe hängt jetzt hier ab. Joffrey will hier gießen kommen, aber wir müssen gucken, wann die Adoptionsmenschen kommen. Und guck mal, da ist Ralf Rosa. Ach ja,
Ich will noch mehr Katzen haben. Vielleicht kann Willi heute, Vicky heute ausziehen, dann können wir noch mehr Katzen haben. Ganze Haus voller Katzen. Da bin ich auf jeden Fall sehr dafür. Und guck mal, jetzt kümmern sich auch Leute um den Garten. Ach, ist das eine Freude. Ach, warte, nee, das ist Geoffrey, aber naja, gut. Phoebe macht das. Es ist heute ein bisschen dunkel, ne? Aber das liegt am Wetter. Es ist immer noch heiß, aber es ist bewölkt. Oh, ne, wenn es heiß ist und bewölkt, dann wird es so richtig stickig. Weil so die Luft irgendwie nicht so richtig so... Ich weiß nicht, was nicht passiert mit der Luft. Auf jeden Fall, es ist nicht angenehm. ich glaube, das ist die Adoptionsfrau. Da müssen wir ein Auge drauf behalten. Phoebe räumt unterdessen hier die ganze Wäsche weg. Es macht natürlich dann auch auf so einen Adoptionsdienst einen besseren Eindruck, wenn nicht irgendwie das ganze Haus voller Schmutzwäsche liegt. Aber die steht noch da, ne? Oh, hoffentlich ist das nicht wieder so verbuggt wie einmal bei Asterix. Das ist wieder diese komische... Sonst machen wir es in einer anderen Folge, weil ich habe gerade keine Lust, mich damit rumzuärgern. Kannst du das nicht gerade einfach mal machen, Phoebe? Ich sagte das ja nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei, ne? Ich meine das ja ernst. So, Geoffrey kann eigentlich auch jetzt erstmal zur Toilette gehen. Wir wissen ja nicht, wie lange das dann mit dem Adoption... warte. Da kommt die Adoptionsfrau. Vielleicht können wir auch erst adoptieren und dann aufs Klo. Katze. Wo ist die Katze? Ich will die Katze. Da ist die Katze. Ich glaube, wir müssen sie doch so viel nennen trotzdem. Leute. Mir schmilzt das Herz, meine Güte, ist dieses Kätzchen süß. Oh, wie goldig. Ja. Sollen wir sie jetzt Sophie nennen oder Wäffelchen? Ich bin ja eigentlich nicht dafür... Wäffelchen. Eigentlich nicht dafür, Tiere nochmal umzubenennen, aber in dem Fall schreibt man das so, wie das eben geschrieben war. Ich weiß es nicht, aber es war einfach so süß, wisst ihr? Dann kannst du hier auch mal zur Toilette gehen. Oh, wie goldig. Phoebe kennt sie jetzt auch schon. No, wie süß. Genau. Phoebe macht jetzt die Wäsche auch hier. Schlechte Umgebung. Warum das denn, Phoebe? Wäsche waschen. So, und dann wollte sie ja ihr Bild noch zu Ende malen. Auch das kannst du machen. Jetzt, wo Geoffrey das Kätzchen adoptiert hat. Ah, okay, der braucht hier noch einen Moment. Ja, das ist natürlich auch sehr verständlich. Okay. Tschüss, du kannst jetzt gehen, wir haben die Katze. ein Tierball kaufen. Wenn ich jetzt hier aufmache, ne, sind da Tierbälle drin? Ja. Vielleicht sollten wir das Spielzeug für die Katze mal so ein bisschen rauslegen. Dass sie da auch drankommen, wisst ihr? Weil da in der Kiste, das nützt ja nichts. Wegen Waschmaschinenfehler hat sie eine klatschnasse... Die ersetzen wir einfach mal. Das ist mir zu blöd. Kannst dann hier mal... Leonie einladen, ja. Ja, Leonie einladen. Finde ich alles sehr gut. Können wir das jetzt nicht? Ist sie jetzt gewaschen? Scheint fast so, ne? Vicky ist ein der Schüler, ja. Und die anderen nicht, aber okay. Geoffrey muss jetzt wirklich zur Toilette, kann jetzt aber auch gehen. Da weiß ich nicht, was ich davon halte. So, Vicky hingegen, der jetzt hier sein sehr interessantes, bauchfreies Top zum Besten gibt,
Wir haben keinen Kuchen, ne? Möchtest du vielleicht selbst mal versuchen, einen Kuchen zu backen? Kochen? Habe das Gefühl, er würde einen Hamburgerkuchen backen. Macht es einfach mal, vielleicht funktioniert es ja. So, wie sieht's jetzt hier aus? Okay, er will sich drum kümmern. Von mir aus. Gut, Phoebe, du so oder so, du darfst sowieso erstmal hier das Gemälde fortsetzen. So, Kindern, wie geht's euch? Du bist müde und dreckig. Da also auch nichts Neues. Kannst dann mal hier ein faules Nickerchen machen. Wie sieht's bei dir aus, Maya? Hausaufgaben beenden möchtest du? Das ist ein guter Wunsch. Brauchst aber generell Spaß, wollen wir vielleicht mit Leonie zusammen hier mal ein bisschen was spielen? Genau. Mach das doch mal. Das fände ich gut. Okay. Phoebe malt jetzt hier. Joffrey ist auf Toilette. Joffrey. Kannst danach auch, du gehst jetzt hier den Hamburgerkuchen machen, ne? Aber könnte Joffrey in der Zwischenzeit vielleicht irgendwie einen Salat machen oder so, dass wir noch was anderes wirklich zu essen dann noch haben? Halt einen Gartensalat oder so. Ich finde auch, wenn es so heiß ist draußen, sind Salate auch echt nicht verkehrt. Das ist dann sehr angenehm. Wisst ihr noch, in den Sims 3 hieß es immer Herbstsalat und nicht Gartensalat. Du machst jetzt den Geburtstagskuchen, du malst dein Bild, das war ja auch dein Wunsch. Okay, das scheint also alles so seine Richtigkeit zu haben. Du duschst und geht schlafen. So, und ihr spielt jetzt? Du hast dich noch nicht in Bewegung gesetzt. Sollte ich das Spiel irgendwie mal speichern, damit die Leute das verstehen? Moment, ich mach das mal. So, jetzt kannst du es auf einmal, seht ihr. Manchmal hilft ja schon so wenig. So, was machst du gerade? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich kann Joffrey mal fragen, was da. Ach, warte, nein, Joffrey soll kochen. Ja, dann weiß ich auch nicht gerade. Der Garten ist noch nicht ganz gegossen. Glaube ich. Naja, trotzdem, wir können die ja morgen wieder rufen. Dann können sie es da machen. Hoffentlich überlebt die Pflanze das bis dahin. Phoebe kann außerdem auch mal Milbenmittel anwenden. Und danach sich mit den Bienen verbünden. Das müssen wir wirklich konsequenter machen. Du gehst jetzt auch schlafen. Ihr spielt. Wisst ihr was, jetzt wo ihr ohnehin alle da seid, könnten wir auch mal die Gruppenversammlung starten. Genau. Oh. Die sind so süß alle und ich bin so froh, dass Leonie hier ist. Ah, das wird wieder hier nicht gemacht, ne? Hausaufgaben beenden, schauen wir mal. Können es auch erstmal andere Sachen lernen. Weißt du, was du direkt danach mal machen könntest? Du könntest mal ins Tagebuch schreiben. Du wurdest bestimmt gestochen, ne? Deswegen bist du angepisst, ja. Das tut mir leid, Schatzi. Über Farbtheorien reden, naja, ich weiß ja nicht. Oh, das Bild ist. Wir haben richtig ein teures Bild gemalt. Hohoho. Das ist aber krass, weil jetzt eine ganze Zeit lang hatten wir Bilder, die überhaupt nicht so wirklich viel Geld gebracht haben. So, du kannst direkt danach mal Hausaufgaben machen. Wie sieht's bei dir aus? Du bist noch dran. Okay. So, Phoebe, brauchst du sonst noch was? Gewürzfestival ist in der Stadt. Da könnten wir vielleicht. Wie sind deine Bedürfnisse und Joffreys Bedürfnisse? Vielleicht könnten sie nachher eine Verabredung machen, wenn die Kinder so ein bisschen weiter sind hier, wenn Vicky älter geworden ist. Dann können sie das vielleicht direkt machen. Das wäre vielleicht ganz cool. So, Vicky. Das ist ja jetzt wirklich, also das Outfit ist schon, also. Da muss es auch wirklich heiß draußen sein, dass man so rumläuft, ne? Weil man hat dann nicht sehr viel an. Die ist außerdem zu warm, weil du überhitzt bist. Dann zieh doch einfach nochmal dein
Outfit für heißes Wetter an. So. Das habe ich dir ja nicht einfach nur so gegeben. Dann kannst du hier außerdem Wäsche bringen zu... Warte, eigentlich noch besser zu Wäscheleine. Zu Wäscheleine bringen. Das machst du gerade aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht muss ich das irgendwie resetten. Kuchen, 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 Kuchen. Nicht den Kuchen nehmen, bevor die Kerzen drauf sind, bitte. Stell ihn einfach nur ab. Stell ihn ab. Stell ihn ab, stell ihn ab. Vicky. Können das außerdem auch mal in den Kühlschrank packen, damit die Katze nicht rangeht. So, jetzt packen wir das und da ist wieder alles dreckig. Aha. Nicht den Kuchen säubern, so. Geburtstagskerzen hinzufügen. Ich blättere unterdessen mal nach einem richtigen Merkmal. Wenn wir jetzt über Nacht eine Folge spielen würden, wo Joffrey und Phoebe im Gewürzfestival sind, vielleicht würden wir dann auch Sonntag Folge 100 spielen. Dann hätten wir überhaupt keinen Montag, wo der dann ausfallen würde von der Schule her. Wo bist du denn, Vicky? Ach, da, ich habe dich gefunden. Aha. So. Kerzen auspusten. Ich muss erstmal twittern, dass er heute Geburtstag hat, damit andere Menschen das auch wissen. So, Vicky, jetzt mach das mal. Es rennen immer noch alle. Das war wirklich ein Fehlschlag hier. Willi ist anhänglich. Oh mein Gott, jetzt ist schon die Katze dran. Bist du zumindest älter geworden? So, und er ist außerdem. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Sprunghaft. So. Können wir sie jetzt irgendwas belehren? Zum Beispiel belehren über nicht auf Theken springen. Nein. Dann packe ich das hier mal weg. Ich weiß, es sind keine Kerzen drauf, aber wisst ihr vielleicht, ist das jetzt... Herzlichen Glückwunsch zum Beginn deiner Elemente-Sammlung. Aha. Wisst ihr was? Vielleicht machen wir das mit dem Gewürzfestival gerade doch nicht, weil ich habe so ein paar Sachen vor, auch für morgen. Und das ist nicht gut, wenn Phoebe und Joffrey dann ganz müde sind um die Zeit. Auf jeden Fall, du kannst die kriminelle Karriere einschlagen und ich lasse dich dann auch ausziehen, Schatzi. Ne? Das heißt, Vicky ist dann nächste Folge auch nicht mehr. Dann haben wir nur noch 3 Kinder im Haus, ne? Ich finde, wir könnten auch irgendwann dann auch wirklich schon in Phoebes und Joffreys neues Haus umziehen. Ich meine, ich mag dieses Haus, aber ich glaube halt wirklich so die Zeit dieses Hauses geht doch so langsam zu Ende. So, Phoebe, möchtest du sonst? Was machst du hier? Umarmen. Och, ist das süß. Wo seid ihr zwei denn? Da. Oh Gott, hier geht alles kaputt. Alles geht hier kaputt. Dann kannst du ihn vielleicht auch mal küssen. Das ist ja dein Wunsch im Moment. Hallo? 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 Warte, hier, das zählt ja auch, ne? So. Mach das mal. Was wünscht sich Joffrey im Moment mit Phoebe flirten? Jemanden küssen. Das können wir beides machen. Mach mal den Fernseher aus. Das ist ja alles kein Problem. Können außerdem mit ihr flirten. Und können sie dann eigentlich nochmal küssen? Ich glaube, das hat jetzt nämlich gerade nicht so mit einem Kuss geklappt. Oh mein Gott, dieses Kätzchen maunzt und maunzt. Und oh, guck mal, es spielt hier. So, Phoebe, wurden deine Wünsche denn auch erfüllt? Es scheint so.
Hey, warte, du solltest doch auch Tagebuch schreiben. Hast du das gemacht? Mach's einfach nochmal, Schatzi. Mach's einfach nochmal. Da möchte ich im Moment ein bisschen mehr drauf fokussieren. Ich meine, es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn sie Hausaufgaben macht und sowas. Es sind einfach so ein paar andere Sachen, die, wo ich denke, das wird sonst zeitlich vielleicht eventuell ein bisschen knapp, dass wir das schaffen, bevor sie zur jungen Erwachsenen wird. Da ich natürlich auch möchte, dass sie so ein paar Fähigkeiten vielleicht auch schon lernt. Und sie hat jetzt schon 9 Tage und ich kann jetzt schon verraten, dass wir möglicherweise nicht die ganze Zeitspanne von den 9 Tagen komplett immer mit Schneewittchen spielen werden. Also rechnen wir hier vielleicht mal so mit 6 Tagen plus ein Tag, wo wir das vielleicht nicht angehen würden. Dann haben wir noch 5 Tage. Ihr versteht, was ich meine, ne? Also so, und dann ist sie schon Teenager und jetzt zum Beispiel Konfliktlösung sollten wir auf jeden Fall jetzt schon lernen. Okay, aber das geht zum Beispiel hoch, aber halt nicht sehr schnell. Ja, ne? Okay, du möchtest oder du sollst werden. Wo haben wir das denn hier? Verbrecher. Ha! Okay. kannst du dich mit deiner Schwester Lala ein bisschen zusammen. Warum haben wir gerade so viel Geld bekommen? Woher kam das ganze Geld? Das war jetzt nicht, weil du die Karriere eingeschlagen hast, oder? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Steht das noch hier? Ich keine Ahnung, warum wir gerade das ganze Geld bekommen haben. Naja, okay. Jedenfalls, das wäre diese Folge. Nächste Folge ist Wochenende und Hitzewelle. Ich denke, da können wir vielleicht ein bisschen schwimmen gehen mit den Buchholzmar. Das wäre vielleicht ganz schön. Und dann aber ohne Vicky. Und ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!